Willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Black Flag. Hey! Ich sah gerade, dass Sie sich abmelden, also wollte ich Ihnen was geben. Ein Begrüßungsgeschenk. Wir verleihen Preise an Angestellte, die gute Arbeit leisten. Sind ganz nett, es gibt ja sonst keine Boni hier. Ich habe schon ungefähr 11. Oh, bonjour. Natürlich, richtig aus. Nun, Olivier will Sie wohl kennenlernen. Wie aufregend. Suivez-moi. Oberstes Stockwerk, nicht schwer zu finden. Aber der Rest des Gebäudes ist für Neulinge verwirrend. Okay. Deshalb hat unser Toolteam eine tolle Karten-App entwickelt. Auf Ihrem Kommunikator. Ich habe Oliviers Büro schon eingegeben. Das finden Sie leicht. Meine Dateien. Was haben wir da so? So, nur den Ausweis, okay. Olivier ist echt nett, der weiß nicht. So, müssen wir da lang? Ja. Gut, das Büro des CCO erreichen. So. Genau da wollen wir hin. Und jetzt sind wir Hallo? Nämlich wieder außerhalb des Animus. Test. Funktioniert das Ding? Hier ist John aus der IT. Wir kennen uns schon. Ich habe deinen Animus kalibriert. Ich bin so eine Art Scotty auf dem Abstergo-Raumschiff. Ich mach den ganzen Technikkram. Hast du eine Minute oder... verdammt. Der Tracker zeigt an, dass du... Also ich weiß nicht, ob man ihn jetzt hört. Okay. Aber ich hoffe es. Ich muss dich um was bitten. So. Jetzt scheinen wir hier oben im Büro zu sein. Gehen Sie rein. Er erwartet Sie schon. Okay, gut. Machen wir. Okay, danke. Dann. Wo müssen wir hin? Ah, nach da. Na ja. Solange du mir nicht ausdrücklich befiehlst, es aufzugeben, möchte ich unser Flaggschiff. Okay, dann beobachten wir den mal ein bisschen. Aber so hat die Zeit der Preisverleihung steht bevor und es gibt bereits einige Überraschungen und Abstürze. Douglas Fairbanks, ah, das ist wahrscheinlich so Nachrichten-Center-mäßig. So. Ah. Sieht echt ganz cool aus hier draußen. Kann man schon so sagen. Schön grün und so. Okay. Bist du fertig? Mach's gut, Leticia. Aha. Salut! Hey, danke, dass Sie kommen konnten. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Also, ich habe Ihre Daten überprüft. Ziemlich starker Tobak. Offenbar müssen wir noch ein wenig daran rumfeilen, um es familientauglich zu machen. Geben wir etwa doch die Stimme von James Bond oder so etwas. Mehr Richtung Schürzenjäger. Eine schöne Stadt, nicht? Ja, eine sehr schöne Stadt. Der Hauptgrund, warum ich Sie kommen ließ, betrifft diesen Ort namens Observatorio. Er wurde bereits mehrmals in Ihrem Material erwähnt. Und ich möchte Sie bitten, alles daran zu setzen, diese spezifischen Erinnerungen so schnell wie möglich zu finden. Wenn es nach mir ginge, en sans crise, ist die Mühe nicht wert. Aber ein paar hohe Tiere von Abstergo Industries legen viel Wert darauf. Also, folgen Sie allen Hinweisen und hoffentlich können wir da... Oh! Das Telefon. Da muss ich rangehen. Wir sehen uns später. Bonne journée. Alan, bonjour. Okay. Dann gehen wir wieder zu unserer eigenen Animus-Station. Und werden da mal weiter wieder in den Animus gehen wahrscheinlich. So. Hi, John aus der IT. Hallo. Hast du eine Sekunde? Das machst du. Gut. Ich setze einen Wegpunkt auf deiner Karte. Also, eine Kollegin von dir. Jetzt gehen wir wieder zu der Etage 2. Fahren wieder ein bisschen runter. Komme ich nicht klar. Ich habe gehofft, du hilfst mir. Kannst du die Datei von ihrem Computer kopieren und dem Kurier geben, wenn er kommt? Okay, wir sollen irgendeine Datei kopieren. Du gehst nur zu ihrem Animus rüber, blockst dich ein. Ist auch ganz cool aus hier. Easy. Und beeil dich bitte, bevor ich einen Grund finde, dich abzuhalten. Die Animus Workstation. Irgendwas machen. Verschlossen. Okay. Sicherheitsfreigabestufe 1. Okay, der macht uns jetzt anscheinend die Tür hier ein bisschen auf.
Danke sehr. Log dich ein und ich führe dich da durch. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen hacken. Hacken, hacken, hacken. Okay, hier sind wir falsch. Ja. Müssen wir hier lang. Perfekt. So. Jetzt musst du den Kern umgehen, um an die Daten zu kommen. Wenn du soweit bist, wird dein Kommunikator die Daten automatisch herunterladen. Du musst einen Weg finden, den Kern zu umgehen, um an die Daten zu kommen. Wir müssen jetzt ein bisschen hacken. Boah, bin ich gut, Alter. Du hast es. Gut. Jetzt lädt es die Datei runter. Ich habe für alles, was du findest, eine Datenbank angelegt. Geh in den Bereich meine Dateien auf deinem Kommunikator und du wirst sofort umgeleitet. Dort findest du alles, was du hier heruntergeladen hast. Geschützt durch eine Firewall, versteht sich. Okay. 23. Dezember 2012. Bericht von Recovery Unit Teamleiter Fisher Case über Subjekt 17, Desmond Miles. Das Subjekt war tot, die Leiche unberührt. Der Todeszeitpunkt wird auf 1 Uhr und 7 Minuten geschätzt. Die Bedingungen für eine DNA-Aufbereitung sind günstig. Wir hatten erst Bedenken wegen möglicher Interferenzen im Gewölbe, doch dank meines sehr talentierten Teams konnten wir einige sehr hilfreiche Daten bergen. Ich habe den Rucksack des Objekts gesichert und einige interessante Gegenstände entdeckt, die zurzeit analysiert werden. Das Objekt hatte Verbrennungen an der Hand, schwer genug und knapp. Okay. Das war also der Anschluss an Assassin's Creed 3 sozusagen. Hey, du bist ja besser als ich gehofft hatte und jetzt zum Beispiel runter in die Lobby, na los. Also. Computer Character 1 von 34, okay. Du solltest sie dir besser nicht ansehen. Ich meine, du könntest, aber es ist unschön, sobald du sie abgegeben hast, du so als... Und jetzt werde ich angerufen. Okay. Ich mach kurz einen Cut, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wir werden jetzt mal gucken, was wir weitermachen. Ich meine nicht jeden Tag, okay? Aber ganz im Ernst, das ist illegal, sei kein Kollegenschwein. Außer du kannst nicht anders. So, dann gehen wir in die Lobby, in die erste Etage. So. Fahren wir mal kurz. Ah, die Lobby sieht sehr schön aus. Schön mit Wasser und Bäumen. Weißt du, dieser Job ist weit unter meinem Niveau. Ja, aber dein Kaffee ist scheiße. Du brauchst noch mehr. Okay. Oh, wer kommt denn da? Sie haben es also nicht vergessen. Das ist wirklich sehr unhöflich. Sie haben Rebecca hier fast 30 Minuten lang warten lassen. Inselaffe, sei nett. Entschuldigen Sie, der verträgt seinen Kaffee nicht. Also, wie machen wir das? Datentransfer? Okay, das sollte reichen. Die Quittung kommt per Mail. Ist demnächst. Mach's gut, Sean. Tschüss, ja, tschüss. Oh, erwarte bloß keinen Gratis-Kaffee mehr. Oh Gott. Sie ist toll, oder? Okay. Der ist irgendwie ein bisschen gestört. Gerade kommt die Bestätigung, dass der Kurier weg ist. Hervorragend, du bist ein Wunder. Nein, das ist übertrieben. Du bist kein Wunder. Du bist Angestellter. Tust deinen Job. Aber vielen Dank für die Hilfe. Dann gehen wir wieder in die Etage 2 zu unserem Animus. So, fahren wir ein bisschen hoch. So. Assistance au niveau 2. Roger Echantillon 17. Ah ja. Alles Franzosen hier. Richtig schlimm. Okay. Sind wir einmal ringsum gelaufen. Und dann kehren wir jetzt zu unserem Animus zurück. So. Oi. Wo willst du hin? Zur Markt? Nein, ich... Meine Eltern baten mich, zu ihnen zu ziehen. Und das werde ich. Wie meinst du das, zu ihnen ziehen? Du lebst hier, bei mir. Bitte verzeih, Edward. Doch mein Vater hat recht. Du hast doch genug verdient auf dieser Farm. Warum kannst du dich damit nicht begnügen? Mit mir. Genug verdient? Diese Arbeit war gottverdammte Ausbeuterei. Willst du den Rest deines Lebens mit deinen Bauern verbringen? Lass gut sein, Edward. Schon gut. Wenn du jetzt gehst, Caroline, wirst du nie wissen, was hätte sein können. Caroline! Caroline! Es ist anscheinend nicht so gut gelaufen. Wach auf, Kenway. Ist Thatch da?
Der brach heute mit der Galeone auf. Er glaubt, wir finden selbst eine gute Verwendung für diese alte Bucht. Ei, wir machen schon noch was draus. Eine Flotte hätte hier Platz, wenn wir wollten. Und mit etwas Arbeit könnte es ein schönes Zuhause werden. Überzeugt vielleicht sogar mein Weib, hierher zu kommen. Du bist also verheiratet? Vor Gott bin ich das. Sie verließ mich vor einer Weile. Trotzdem, behalte das bloß für dich. Die meisten Piraten respektieren keine Männer mit höheren Zielen als Saufen und Plündern. Bei meiner Ehre. Lass mich wissen, wenn du was findest. Okay, dann müssen wir jetzt James Kidd folgen. Und ja. Ja, okay, müssen wir da hoch? Oder müssen wir da hoch? Ich denke mal. Irgendwie fehlt nämlich gerade hier die Karte. So, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber die fehlt ein wenig. So. Ja, ja, nicht so schnell. Sie hat was gefunden, aber ich bin nicht so schnell. So. Komm her, Mann. Ja, warte doch. So. Ja, ich bin da. Was gibt es? Komische Dinger, oder nicht? Alt und verwittert. Ist das von diesen Maya? Oder den Azteken? Kannst du gut rätseln, Edward? Denk- und Knobelspiele und dergleichen. Nicht schlechter als jeder andere. Warum? Ich glaube, du hast ein Naturtalent. Wie du arbeitest und denkst. Und wie du deine Umwelt verstehst. Da wäre ich nicht so sicher. Jetzt gerade sprichst du in Rätseln und ich verstehe kein Wort. Klettere auf dieses Ding hier, in Ordnung? Hilf mir, was zu lösen. Okay. Dann werden wir mal gucken, wie das so funktioniert. Konzentriere dich auf all deine Sinne. Adlauge. Durch Schall und Schatten. In die Materie. Ja, das hier leuchtet. Was siehst und hörst, eine Art Schimmer. Einen Schimmer. Interagieren. Ich kenne das Gefühl. Okay, so drehen wir das. Ich habe es seit meiner Jugend. Ach so, jetzt müssen wir das ausrichten, okay. Geräusche sehen und Formen hören. So vielleicht. Das passt doch eigentlich. Oder etwa nicht. Hä, aber so geht das doch. Das Runde muss zu dem Runden. Ah, okay. Jetzt funktioniert das noch besser. Perfekt. So. Ah, da müssen wir jetzt also... Männer und Frauen auf dieser Ausgraben, Erde okay. Über eine tief verborgene Intuition. Ich kann das schon mein mal ganzes Mal gucken, was hier so ist. Du bist ein talentierter Mann, Edward. Sieht sonderbar aus. Ob es was wert ist? Nichts zum Verprassen. Doch wenn du sie alle findest, wird es dich zu etwas Großem. Wie viele? Ein paar Dutzend, glaube ich. Hier lang. Ich muss dir noch was zeigen. Okay. Ach du Scheiße. Das sind nicht wenige von den Steinen. Da müssten wir also überall hin, wenn wir das haben wollten. Ich habe hier noch etwas gefunden. Okay, hat noch was gefunden. Ich weiß nicht, ob wir die ganzen Steine wirklich suchen müssen, weil dann... Ja. Das ist der Stoff aus dem Rätsel. Es wird wirklich dann nicht so leicht. So, wir folgen natürlich James Kidd. So. Aha, was ist das hier Schönes? Da wären wir. Was denkst du? Ich glaube, Monsieur Ducasse hatte sehr viele Geheimnisse. Ei, und sieh hier. Eine solide Treppe, die Gott weiß, wohin führt. Okay. Was glaubst du, erwartet uns da oben? So wie ich Ducasse kenne, wäre ich nicht überrascht, ausgefuchste Folter- und Mordinstrumente zu finden. Eine eiserne Jungfrau oder eine Sammlung Daumenschrauben. Oder den Fürst der Finsternis. Mal sehen, was da oben sein wird. Oh.
Das sieht ganz nice aus. Schon mal kein guter Anfang. Das aber ist ein pfiffiges Ding. Probier mal den Schlüssel von Ducasse. Nummer eins. Fehlen noch vier. Ei. Es mag sein, dass diese vier Templer sie haben. Siehst du den Namen hier? Sie wurden entsandt, um diese vier Ziele zu töten. Teufel, die Karte habe ich Gouverneur Torres in Havanna verkauft. Laut ihm zeigt sie die Stützpunkte von Assassinen. Meinst du nicht, du bist ihnen eine kleine Warnung schuldig? Zumindest, wenn irgendeine Art Herz in deiner Brust schlägt. Das könnte ich wohl, wenn es mich zu den anderen Schlüsseln führt. Lieber eine schlechte Ausrede als gar keine. Okay, jetzt sind wir wieder auf der Karte. Da haben wir sogar noch eine Kiste stehen. Kiste. Beuten. So was haben wir. Und hier ist dann interagieren. Okay, da können wir nichts mehr interagieren, dann sind wir schon fertig. Okay. Beenden Sie die Templerjagden. Ah, für die Schlüssel, okay. Dann müssen wir hier runtergehen. Und James Kidd treffen. So. Rennt irgendwie so langsam, das ist voll komisch. Müssen wir jetzt nach da, nach da? Ich glaube nach da, oder? Ah, jetzt rennt er plötzlich schneller, okay. Hier ist schönes Wasser. Was müssen wir zu dem Schiff? Achso, dann können wir einfach zurück zum Schiff gehen. Okay. So. Dann müssen wir da rüber. Und ich würde sagen, was da passiert, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss, bis zur nächsten Folge.